Zeit wirklich alle gegen sie. Und ich war, die saßen alle zusammen, die hat alle Frauen, die hat alle zusammen geguckt, nur sie nicht, weißt du. Und dann habe ich als Einzige habe ich gesagt, kannst du nicht Alex dazuhören, weil sie hat dann ja auch noch über sie gesprochen. Und das tat mir so leid. Und klar, das ja, es hat auch, was ich auch gesagt habe, habe ich ja objektiv alles beobachtet und gesehen, dass da was nicht stimmt. Und dann ein paar Stunden später habe ich gesehen, dass das gegen Alex geht, weil sie war ja auch die ganze Zeit bei mir und ich habe mich mit der unterhalten und so. Mhm. Ne? Und einen Tag später habe ich dann die ganzen Zischereien der Schlangen gesehen, so, weißt du, so. Die brauchen nur ins Sprechzimmer zu gehen und eigentlich, weißt du, ist sie da reingegangen, um nach Tabak oder so für die zu fragen, mhm. Ist ja auch scheißegal. Und die erntet immer böse Blicke, ne? Das ist so komisch, ne? Die ganzen Zischereien der Schlangen gesehen, so, weißt du. Dann wurde es fies langsam sogar schon. Darüber hinaus, du hast hier kurz vor Katrins Auszug, wo du dir sehr sicher warst, was auch so gekommen ist, dein Lieblingslied gesungen, das war Allein, Allein. Und hast das noch getoppt, indem du zu mir gesagt hast, alle deine Freunde gehen. Das ist die Steigerung davon, dann wird es schon fies. Du kannst hier dein Ding machen. Du solltest dich freuen, dass du hier bist und dich freuen, dass Leute gehen. So sehe ich das. Besseres Beispiel. Und ich freue mich, dass Leute gehen. So sehe ich das. Besseres Beispiel wäre vielleicht noch nach Jennys Auszug, wo ich hätte es freuen können, du warst mit auf der Liste und hast hier jede Zelle gesungen. Absolut Provokation und keine Freude für dich selbst, sondern nur die Freude, dass jemand geht. Das fand ich richtig scheiße. Ja, Anne, mit dir mache ich weiter. Und ich freue mich, dass Leute gehen. So sehe ich das. Besseres Beispiel wäre vielleicht noch nach Jennys Auszug, wo ich hätte es freuen können. Ja, Anne, mit dir mache ich weiter. Ich finde, du bist eine intelligente Frau. Lebenserfahrung spricht für dich, nicht nur deines Alters wegen, sondern du hast was drauf, hast was auf dem Kasten, hast viel gesehen von der Welt. Finde ich gut, du kannst einem was erzählen. Klasse ja, gemacht. Danke. Hat mir gut gefallen. Was du mir sagst, das hat für mich kein Gewicht. Also, großartig. Sag ich dir ganz ehrlich. Hat mir sehr gut gefallen.